Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock Infinite Burial at Sea Episode 2. Ich bin der Baume und ich habe eine neue Aufnahmesession gestartet. Surprise! Nach der letzten Folge habe ich dann doch das Spiel abgebrochen und eingepackt, weil mein Mitbewohner wollte dann doch langsam ins Bett und ja, da wollte ich nicht weiter nerven. Das hat folgende Auswirkungen. Erstens, wir laden das Spiel von dem Checkpoint wieder neu und da sind die ganzen Fallen noch nicht gelegt. Der Ryan wird uns gleich nochmal voll labern, dass wir nur noch 60 Sekunden Zeit haben und wir uns vorbereiten müssen. Und das ist aber auch ganz gut so, denn ich würde gerne nochmal was ausprobieren, etwas, das mir am Ende der letzten Folge eingefallen ist. 60 Sekunden. Das ist mindestens ein halbes Dutzend. Ich muss mich vorbereiten. Ja. Fallen. Ich kann Plasmide als Fallen verwenden und im Raum verteilen. Oder auch nicht. Ich muss mich irgendwo verstecken. Und sie aus dem Hinterhalt nacheinander ausschalten. Nö. Bock. Ich hab Angst. Werden dich unterschätzen, Elisabeth. Wie alle anderen auch. 40 Sekunden. Wissen Sie, was ich in Ihrem Gesicht sehe? Unsicherheit. Was bedeutet Ihnen dieses Mädchen? 30 Sekunden. Wissen Sie, warum Haie so wichtig sind? Sie befreien die Meere vom Ballast der Schwachen. Was hat denn der für ein Gesicht? Hat der da einen Schweißbrenner? Viel gemein mit diesen majestätischen Tieren. Ich werde einfach hier warten. Ich werde hier einfach warten. Das tun diese Männer für Rapture. 20 Sekunden. Ich verrate Ihnen etwas, das Sie sicher schon ahnen. Atlas hält sich nicht an Absprachen. Andrew Ryan schon. Ich kann ihre Sally nicht retten. Aber ich kann sie retten. Ja, dann los geht's. Let's fetz. Die Zeit ist um. Sie sind keine Heldin. Sie sind nicht mal ein Parasit. Sie sind ein Dummchen. Dann kommt und doch. Andrew Ryan hat keine Zeit für Dummchen. Kommt doch. Keine Ahnung, wie viel Ryan wegen der Tussi die ganze Crew schickt. Aber er wird wissen, warum. Findet und erledigt sie, damit wir verschwinden können. Schade, dass wir die Schrauben legen müssen. Ist eine Schande, wenn so eine Begabung vergeudet wird. Ich bin schlau genug, um zu wissen, dass Ryan schlauer ist als wir alle. Das läuft doch super. Wieso wird denn jetzt alles rot? Ach, hier ist dicht. Wie komme ich jetzt wieder raus? Okay, also die sind jetzt da drin. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich will die nicht einen nach dem anderen umbringen. Will ich nicht. Ist überhaupt nicht mein Stil. Find ich doof. Kann ich das Ding hier hacken? Nö. Unhackbar. Du bist so unhackbar. Schade, das hat sehr gut geklappt, dass die einfach alle an mir vorbeirennen. Aber jetzt hätte ich dann doch gerne ein paar... Was ist denn das? Wieso wird denn hier alles rot? Hätte ich wohl doch ein paar Fallen stellen sollen. Weil jetzt habe ich im Endeffekt übelst mein Eve verbraten. Ach toll, jetzt sind die alle da drüben. Okay, gut. Was ist denn das für einer? Weg ist er. Wo ist er hin? Da ist er wieder. Kann der sich unsichtbar machen? Wieso zuckt denn sein Kopf so komisch? Ist er schon wieder weg? Also, ich bin schlau genug, um zu wissen, dass Ryan schlauer ist als wir alle. Was macht der? Was auch immer er gerade gemacht hat, er wird wohl so schnell nicht noch... Doch, er macht so schnell schon wieder. Okay, gut, dann werde ich wohl hier mal ein bisschen die Betäubungsbolzen verteilen. Schließlich haben wir 4 Stück davon. Da oben steht einer. Das da ist, glaube ich, der gefährlichste. Hey, wer bist du? Passt schon. Ihr habt nichts gesehen. Ist voll normal. Komm raus! Voll normal. Schnell hinter uns. So, der stellt sich gleich wieder davon ans Fenster. Vielleicht kommt...
da noch einer um die Ecke. Nee. Nee, er ist ein bisschen paranoid hier, der Gute. Das würde gleich nicht mehr sein. Du kannst nicht da oben mal weglaufen. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht hier. Der ist einfach nur müde, über Stunden und so, wisst ihr? Du bist noch hier, oder? Die Kette der Arbeit und so. Ich bin in der Stimmung für dieses Versteckspiel. Hab ich dich. Ich weiß, dass du das warst. Das geilste Plasmid von allen. Sie sind erledigt. Ich weiß, dass du das... Okay. Was war das? Wow, fucking shit. Holy shit. Du... Nichts Persönliches, Schätzchen. Ja, ja. Das auch nicht. Das auch nicht. Weiß Gott. Glaub nicht, den hast du besiegt. Aber wir sind nicht alle leichte Ziele. Kapiert? Ja, das passt schon. Passt schon. Komm zurück hierher. Ach so, mit F. F, da habe ich doch glatt echt irgendwie die Steuerung verdaddelt. Sag, wie blind bist du eigentlich? Passt schon. Wer schläft, kann nichts sehen. Ist in Ordnung. Ich habe ihre Haie besiegt, Ryan. Die bessere hat gewonnen. Nur das zählt doch für sie, oder? Und jetzt lassen sie mich gefälligst gehen. Klingt ja, als wäre die Hölle los da draußen. Wie soll's denn fahren? Ich kann das Partikel nicht einfach an der Decke platzieren. Es würde sie sofort durchbrechen. Aber jedes Gebäude in Rapture wurde auf einem Ring im Meer versenkt, der alle Stützelemente miteinander verbindet. Ist ja faszinierend, aber falls du es nicht bemerkt hast, Ryan hat seine Schergen losgeschickt, um uns zu töten. Wenn du also noch ein Karnickel im Hut hast, dann raus damit. Die Stützverbindung ist wohl in Frank Fontaines Büro. Wenn ich dorthin komme, kann ich das Gebäude anheben. Zufälligerweise habe ich sein Büro übernommen. Ich sorge dafür, dass du den Privatlift benutzen kannst. Was sind denn das für Geräusche? Zufälligerweise hat er Fontaines Büro übernommen. Rein zufälligerweise. Oh, das sieht ja schick aus. Da wäre eine Erinnerung wach. Oh, ich kann den durchsuchen. Toll, der ist leer. Ich könnte wetten, ich hätte irgendwo jetzt einen Pfeil verplempert, aber egal. Was, wo treiben die sich denn hier rum? Ich höre doch die ganze Zeit Stimmen. Wo ist sie? Hier ist doch gar kein... Okay, einer. Ich kann echt nicht weit gucken mit dieser Sicht. Kann ich nicht einfach hier durch den Lüftungsschacht klettern? Ich weiß nicht, ob das hier jetzt sicher ist. Der kippt da einfach rum. Was ist denn hier nur los? Was? Ich höre diese Stimmen von überall. Das macht mich gerade ein bisschen komisch. Nein, gar nicht wahr. Ihr schießt auf irgendwen völlig anders. Hier ist doch gar keiner. Auf wen oder was schießen die denn nur alle? Die bringst du alle gegenseitig um, hä? Ja, macht halt euer Ding. Keine Ahnung. Ich lasse mich da nicht ablenken. So, wo finde ich denn jetzt Frank Fontaines Büro? Tut mir leid, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. War hier oben nicht was zum Festhalten? Boah, müssen die denn hier überall rum? Macht mich ganz nervös. Oh, wo geht's denn hier lang? Hast du zufällig irgendwelche Betäubungsspritzen für mich? War ich hier unten schon drin? Ich war hier unten noch gar nicht drin, oder? Was ist denn das da? So, okay. Ich frage erstmal den Navi-File, wo es lang geht. Ja, ich folge erstmal dem Navi-File. Ich traue mich irgendwie gar nicht richtig vorwärts. Das ist gerade ganz komisch. Wir gehen rein. Beseitigen das Mädchen und Atlas Leute. Ich werde jetzt ein bisschen großzügiger mit der Munition umgehen, weil ich habe gemerkt, dass das Sparen, das lohnt sich nicht wirklich. Dass wir die Frau umlegen müssen, ist eine Schande, wenn so eine Begabung
wird. Oh, diese Schritte, das macht mich alles so wahnsinnig. Ich warte erstmal, bis der hier weg ist. So. Ich bin schlau genug, um zu wissen, dass Ryan schlauer ist als wir alle. Ah, schade. Schade. Ich plötzlich da. Ich dachte, der hört es nicht, wenn ich angesprintet komme. Ich habe wirklich für einen kurzen Moment gedacht, die hören mich nicht sprinten. Da gehe ich mal lieber wieder. Dass du endlich aufkreuzt. Ja. Da lang. Oh, da war ich schon richtig. Komm raus! So sehe ich aus, oder wie? Okay, also doch da hoch. War hier nicht irgendwo ein Skyhook, sag mal? Ich beziehungsweise ein. Ah ja, da oben. Das geht doch viel schneller. Ui! Und ups! Okay, die schlawenzeln da drüben lang. Da müssen wir natürlich auch hin. Du kannst nicht ewig weglaufen. Letzter Fall. Letzter Fall. Blöder Penner. Blöder Penner. Hättest deinen Kopf nicht riskieren sollen. So, wo ist dein Kumpel? Du bist doch der Letzte hier, oder? Vielleicht hat Ryan keine Lust mehr für den Laden zu zahlen. Könnte ich dir doch einen Klapp... wo kommst du denn her? Wenn du dich umdrehst, stehe ich plötzlich da. Ja, sag's noch ein paar Mal, damit ich dich auch ja kommen höre. Das wäre äußerst nett. Wenn du mich fragst, ist die Zeit für Adlers Leute abgelaufen. Ich habe leider nicht mehr so viel Eve, dass ich jetzt hier irgendwie wild irgendwelche Moves auspacken könnte. Du kannst nicht ewig weglaufen. Der ist so ein bisschen alarmiert, ne? Aber nur so ein bisschen. Ich hatte wirklich eine Menge von Ryan. Wenn er sagt, dass du weg musst, dann bist du fällig. Wenn du dich umdrehst, stehe ich plötzlich da. Mit wem redet er denn? Mit seinem Kumpel da? Bringen wir es zu Ende. Der beruhigt sich auch gar nicht mehr, ne? Der bleibt jetzt für immer gelb. Können die sich bitte du wieder bewegen? Du kannst nicht ewig weglaufen. Ich hab leider keine Pfeile mehr. Alarmbolzen. Kann ich die damit weglocken? Ich probier's mal. Wer weiß. Vielleicht hat Ryan... Was ist hier los? Komm nee. Raus! Nicht so richtig. Bringen wir es schnell hinter uns. Oh oh. Oh ja, doch. Warte halt, dreh dich nochmal rum, Junge. Du. Was? Bist so. Noch hier, oder? So wird ein Schuh draus. Hast du was für mich? Ah, Alarmbolzen, keine schlechte Idee. Trotzdem hätte ich gern wieder ein paar Betäubungsbolzen. Vielleicht kann ich ihn ja nochmal dazu bringen, darüber zu gucken. Wo ist sie? Du raubst mir echt den letzten Nerv. Ja, schön darüber schauen. Schön dort immer fokussiert bleiben. Jetzt dachte ich kurz, er hat mich. Okay, da ist alles sauber. Yeah, Betäubungsbolzen, geil. Ihr grunzt mal gemütlich vor euch hin, ne? Das macht er genau richtig. So, das sind ja also alles Sympathisanten mit Ryan, die hier rumrennen. Was auch immer die sich hier noch von Ryan versprechen. Weißt du, was du willst, Schwester? Aber verstecken bringt gar nichts. Ach, pff. Ich hab nicht vor, mich zu verstecken. Ich mach mich lieber unsichtbar. Das ist viel cooler als verstecken. Verstecken ist die Kunst, nicht gesehen zu werden. Unsichtbar sein, das ist eine völlig neue Liga. Was haben wir denn hier? War ich hier schon mal drin? Lalalala, ist alles leer. Ich war hier anscheinend schon mal drin. Na? Hier soll irgendwo einer mit braunen Armen sein. Hat sich jemand gesehen? So. Der Rest von Atlas Leuten hat sich oben im Aufzugschacht verbarrikadiert. Sobald Verstärkung da ist, rücken wir einfach vor und machen sie einfach platt. Okay, da drüben ist ein Hook. Hier ist nichts. Ach, die haben Gasmasken. Darum hat das nicht funktioniert mit den Gaspfeilen. Alles klar. Wenn man einen Mann nach seinen Feinden beurteilt, dann ist Ryan nicht viel mehr. Ein Weibstück und eine Handvoll Verrückter. Hat wer dieses Mädchen gesehen, das er erwähnte? Ich verstehe. Ryans Leute haben jetzt hier die ganzen Fontaine-Brüder in die Mangel genommen. Aber die Schmuggler schlagen sich bei den Fischereien ganz wacker. Die sind doch von den Typen erwartet. Die sind doch abgekapselt von allen. Stadt auf dem Meeresboden errichtet. Was wollen die denn machen? Die kommen ja nicht wieder zurück. Ich bin doch der Einzige, die hier irgendwie einen Plan hat, wie man wieder zurückkommt.
ein, wo ich dich sehen kann. Was? Du wirst nichts spüren. Ich bin voll der Ninja. Ihr könnt mich gar nicht sehen. Glaub nicht, dass du dich verstecken kannst. Zum Büro ging's doch. Wo ging's denn da lang? Ach, hier hinten hoch. Alles klar. Der Fahrstuhl ist gemeint. Jetzt check ich's. Da sind aber viele Wachen. Wie komm ich denn da rüber? Der war nicht aktiv, hä? Kann ich da oben lang sneaken? Ah, schön. Vorbei, wie? Vergiss es. Was soll's? Der da hat eine Gasmaske auf. Der da nicht. Doch, ich glaube, die haben alle Gasmasken auf mittlerweile, hä? Vielleicht kann ich ja tatsächlich so ein kleines Ablenkungsmanöver starten, dass die alle darüber rennen. Mister! Verstecken! So wird das immer für dich laufen! Ja, geh los, Junge! Du verpasst das Beste! Die sind alle da drüben, deine ganzen Freunde! Und du? Du liegst da in der Ecke und pennst. Wenn es sein muss, bring ich dich wie ein Tier zur Strecke. Hui! Komm raus! Und bring wir es zu Ende! Sie ist nicht hier! Was geht da vor sich? Ist da oben wer? Nö. Huch! Klonk! Kein schlechter Trick! Hat er vollkommen recht. Wen hast du besiegt? Aber wir sind nicht alle leichte Ziele, kapiert? Naja, wollen wir mal gucken. Der hier drüben sieht auf jeden Fall wie ein leichtes Ziel aus. Komm raus! Bringen wir es schnell hinter uns. Box die Luft, Junge! Oder den Boden. Oder was machst du denn da? Ein Ententanz? Mach ich mit. Wo ist denn hin? Besser du als ich. Ich fange mir nicht die nächste Kugel ein. Ich nehme den mal. Nur tschüssi. War schön mit euch, Jungs. Tschüss. Oh, Mensch, ich bin so ein Ninja. Krass. Elizabeth, du weißt, Atlas wird. Ich weiß. Und ich bin bereit. Ganz sicher. Es hat einen Grund, dass ich hierher gekommen bin. Oder? Sagen Sie, mit wem reden Sie da eigentlich, Miss Armstrong? Was machst du denn hier? Wenn ich mit den Launen von Genies nicht so gut vertraue, würde höchstwahrscheinlich an Ihrem Verstand zweifeln. Ich weiß so wenig von Ihnen, aber ich vermute, je mehr ich erführe, desto außergewöhnlicher würden Sie mir erscheinen. Sie wissen doch, Atlas wird Sie verraten. Und was sind Sie? Mein bester Freund? Sie sind einzigartig in dieser Welt und auch in anderen. Und jetzt führt ihr fehlgeleiteter Hang zum Altruismus sie in ihr Verderben. Woher weiß denn der von uns? Ich soll deinem Vorerzählmann Isaac Newton bei einem Hausbrand umkommen, bei dem vergeblichen Versuch, seine Katze zu retten. Warte mal halt. Woher weiß denn der... War das gerade eine Anspielung, dass der über uns Bescheid weiß? Dieser Satz, ne? Habt ihr mitgekriegt? Wir sind was ganz Besonderes in dieser Welt und in anderen. Das heißt, er weiß, dass es uns in anderen Welten gibt. Das heißt aber auch wahrscheinlich, er weiß nicht, dass wir unserer Kräfte beraubt wurden und wir keine Risse und so weiter öffnen können. Was ist das hier? Das ist meine neue Pfeife, die habe ich heute mit der Post geschenkt bekommen. Geschickt bekommen. Geschenkt, von mir für mich. Das ist eine Elektropfeife. Das kann man sich nicht verbrennen, ist nicht heiß, nein. Ich dachte, es passt zum Bad. Wurde mir empfohlen von der Schubladentrollin. Und die ist jetzt bestimmt total neidisch. Die leuchtet sogar ein bisschen. Ja, sieht man natürlich nicht in dem Schwarz-Weiß-Video. Und schmeckt übrigens nach... Waldbeeren. Super fruchtig. Ja, ich dachte, das passt ein bisschen zu diesem ganzen Rapture-Aroma und so. Rapture-Ding. Feeling. Wie auch immer. Andrew Ryan. Der kleine, haarige Bastard. Mit seinem lustigen Schnauzbart. Hat anscheinend die ganze Bude hier voll mit seinen Leuten. Und hat nur darauf gewartet, dass Atlas einen Fehlschritt wagt? Keine Ahnung. Ich meine, die haben doch das Haus schon abgekapselt von ganz Rapture. Warum schert sich Ryan überhaupt noch um die Bude? Wir sind ewig weit weg von der Stadt und wir sind nicht in der Lage, aus eigenem Antrieb wieder zurückzukommen.
Und woher weiß er überhaupt, dass hier eine Elizabeth unterwegs ist, die dieses Partikel hat? Okay, er weiß vielleicht nicht, dass wir das Partikel haben, mit dem wir das ganze Ding theoretisch anheben könnten, hier die ganze Bude, diesen ganzen Stadtteil. Aber er weiß, dass wir dabei sind, diesen Stadtteil wieder zurückzubringen. Was machen seine Leute hier? Ich check das nicht. Hat er die hier reingeschmuggelt und dann weggeschickt? Oder waren das allgemein irgendwelche Splicer, die hier rumgerannt sind, haben gemerkt, es ist doch nicht so geil, irgendwie abgekapselt zu sein? Jetzt machen wir Ryan Sache mit. Vielleicht dürfen wir wieder zurück? Keine Ahnung. Ich finde das alles sehr seltsam, was der Ryan hier überhaupt zu suchen hat. In der nächsten Folge erfahren wir mehr. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio.